Ah, das ist nur der normale, okay. Gern treffen. Für die Liebe der Königin. Ja, ich bin auch ein Barone hier. Das erste Mal Geld in Kampfsoftware ausgeben sollen. Machen wir aber nach diesem Kampf gleich. Über den Haufen machen will ich den auch nicht. Oh nein, meine Schilde geben nach. Weiß? Entbieten wir vielen Dank für Ihre Hilfe. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Sie noch ein paar Perikles. Ja. Die Piraten mögen es halt nicht, wenn wir ihre Schiffe abschießen. Andock Verbindung zu. Kampfsoftware, MK2. Handelssoftware, MK2. Installiert. Partikel. Autopilot deaktiviert. Partikelbeschleunigerkanone. Installiert. Partikelbeschleunigerkanone. Installiert. Pirat Perikles. Wenn Sie Ärger suchen, wir sind bereit. Und hat meine Kampfsoftware schon, geht das super. Sie wurden Vesper-Rakete. Sie haben Ansehen eingebüßt. Ziel
Spiel Pirat Perikles. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Und nun sollten Sie sich besser verstecken. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Sie wurden befördert. Pirat Perikles. Ich habe auch an eingebüßt, ich war. Alarm! Rakete im Anflug. Wespe-Rakete. Sie wurden befördert. Wespe-Rakete. Kein Ziel. Kommando akzeptiert. Aber was ich jetzt auch noch mache, ist Einfluss sammeln, voll bei den Piraten. Das hat nämlich diesen Hintergrund. Autopilot deaktiviert. Ich werde von den Piraten nämlich auch ein paar Stationen brauchen. Das ist dann praktisch, wenn man dann da nicht so das Problem dann hat. Hat man nämlich schon die ganzen Sachen, den ganzen Einfluss, den man braucht. Erreiche heilige Vision Epsilon. Pirat Perikles. Autopilot deaktiviert. Sie sind gerade zu weit gegangen. Machen Sie Ihr Testament. Warnung. Energielevel niedrig. Ich sehe Sie auf der anderen Seite wieder. Sie wurden Asteroid. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Okay. Hätten wir das schon mal? Erreiche heilige Vision, Delta. Autopilot deaktiviert. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Brauchen Sie etwas? Gut. Da Sie gezeigt haben, dass Sie mit Piraten umzugehen wissen, habe ich die Genehmigung von Itman Kaget, Ihnen Zugriff auf unsere Ressourcen zu gewähren und Ihnen die aktuellen Ereignisse im System zu erläutern. Ja gut, dann lassen Sie mich mal hören. Als man die erste Mission der Paraniden zur Erkundung dieses Systems entsandte, müssen einige Piraten unbemerkt durchgeschlüpft sein. Wir können es nicht beweisen, glauben aber, dass sie möglicherweise auch eine Rolle bei der Hub-Abschaltung spielten, die dazu führte, dass wir hier alle strandeten. Die Piraten versuchen, die Kontrolle über den Hub zu übernehmen, aber vorläufig haben wir ihn gesichert. Alle unsere Wissenschaftler, einschließlich Itman Kaget, arbeiten an der Wiederherstellung seiner Betriebsbereitschaft. Leider greifen die Piraten unsere Konvois an. Das macht es fast unmöglich, Vorräte an den Hub zu liefern. Wir müssen dann wohl die Piraten loswerden und die Konvois sichern, richtig? Wenn Sie die Anzahl der Piraten
schützen. Wir sind sicher, dass die Piraten hier irgendwo eine Basis haben. Wir konnten sie bisher nicht lokalisieren, da wir fast alle unsere Streitkräfte entsenden mussten, um Ressourcen für die Hub-Reparatur zu finden. Alle Piraten im System loswerden klingt wie ein ziemliches Unterfangen. Keine Sorge. Wie gesagt, haben wir Ressourcen, die wir teilen können. Treffen Sie Ugalirias Vigoras Tertasobas 6 beim militärischen Außenposten in Heilige Vision Delta. Er wird Sie mit allem versorgen, was Sie für Ihre Unternehmung brauchen. Okay, ich werde diesen Teladi kontaktieren. Militärischer Außenpost. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Andock-Vorgang erfolgreich. Verbindung zum örtlichen Handelsnetz. Wollen Sie profitieren? Jo, Jakob Rano schickt mich hierher, um einige Objekte zu besorgen, die mir helfen können, die Piratenangriffe in diesem System zu stoppen. Natürlich. Itman Kardec sagte mir, Sie würden kommen. Ach wirklich, ich sagte Jakob Rano bereits, dass er es ziemlich unerwartet war, einen Argonen für einen Paraniden arbeiten zu sehen. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, haben Teladi und Paraniden auch nicht viel gemeinsam. Teladi kümmern sich nicht um Rasse oder Geschlecht, nur um Profite. Richtig viel. Vielleicht sollten wir auf meine Anforderungen zurückkommen. An dieser Station ist ein Kampfschiff angedockt, das für Ihre Mission geeignet ist. Sie müssen die operative Basis der Piraten finden und zerstören. Wir haben es noch nicht geschafft, diese Basis zu finden. Wir waren zu beschäftigt damit, unsere Schiffe und Anlagen vor den ständigen Angriffen der Piraten zu schützen. Die Zerstörung der Piratenbasis wäre ein großer Rückschlag, von dem sich die Piraten nicht so schnell erholen können. Was ist mit den Piratenschiffen? Dies ist offensichtlich ein Bonus. Je mehr Piratenschiffe sie zerstören, desto einfacher wird es für Jakob Rano, die Konvois umzuleiten, damit sie den Hub intakt erreichen. Die Piratenbasis finden und zerstören unterwegs das System von allen Piraten säubern. Verstanden. Wir haben nämlich jetzt eine Nemesis Achtung, bekommen. Sicherheitsdienst. Autopilot deaktiviert. Transorbitaler Beschleunigung. Kommando akzeptiert. Schauen wir mal, was die alles hat. Die Nemesis ist eine kompakte, aber tödliche Korvette, deren Feuerkraft beinahe mit der eines Trägers vergleichbar ist. Sie verfügt zudem über eine hohe Schildstärke und kann schwere Raketen abfeuern, während gleichzeitig ihre Geschwindigkeit annähernd mit der eines schweren Jägers mithalten kann. Dadurch wird die Nemesis zu einem idealen und äußerst effektiven Eskortschiff. Mhm. Die Nemesis werden mir ein bisschen fliegen jetzt. Erreiche. Autopilot deaktiviert. Piratenbasis. Aber wenn wir Systeme erkunden, werden wir unseren Marco hernehmen. Wie wir schon sehen, die Piraten mögen uns nicht wirklich. Wir haben 5 Ionenplasma-Schnellfeuergeschütze.
bist gewarnt. Piratenschiffe werden dich wie Ungeziefer jagen. Damit das ein bisschen schneller geht, machen wir einen Funzer auch noch an. Piratenschiffe werden dich wie Ungeziefer jagen. Du wurdest gewarnt. Piratenschiffe werden dich wie Ungeziefer jagen. So. Was tun sie da? Wir sind nicht der Feind. Stopp. Stoppen sie sofort den Angriff auf unsere Basis. Warnung. Ziel verloren. Waffensysteme außer Betrieb. Interessant. Ich denke, wir sollten uns mal in Ruhe unterhalten. Und das wäre schöner ohne die Ablenkung durch Feuer der Waffen oder die Reihe der Verwundeten. Behandeln. Paranit, Medusa, Prototyp. Was du wollen? Wer sind Sie? Was haben Sie mit meinen Waffensystemen gemacht? Ich bin ein Freund. Mein Name ist Ramon Katzalz. Machen Sie sich keine Sorgen über Ihre Waffensysteme. Der Computer Ihres Schiffes führt nur einige Sensorprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die erhaltenen Überhitzungswarnungen kein Problem mehr darstellen. Sie haben mein Schiff, meinen Schiffscomputer gehackt. Warum? Tja, erstens haben Sie auf meine Kameraden geschossen. Zweitens brauchte ich eine Ablenkung, die mir Zeit gab, Verstärkung anzufordern. Sie? Was? Paranit, Medusa, Prototyp. Was du wollen? Und was jetzt? Es hängt ganz von Ihnen ab. Sie können entweder zuhören, was ich zu sagen habe, oder sich von meinen Kameraden in Stücke sprengen lassen. Gute Entscheidung. Es gibt keinen schonenden Weg, das auszudrucken. Man hat sie belogen. Sie haben nicht für diese Paraniden gearbeitet, die angeblich die Kontrolle über dieses System haben, sondern für die Handlanger des Herzogs, die versuchen, den Haupt zu übernehmen und für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Wir befinden uns in einem paranidischen System mit paranidischen Stationen, paranidischen Schiffen und paranidischen Piloten und paranidischen Wissenschaftlern arbeiten daran, den wieder herzustellen, aber sie versuchen mir zu sagen, dass das System nicht von den Paraniden kontrolliert wird? Sagen Sie mir es noch einmal. Wie viele paranidische Wissenschaftler haben Sie seit Ihrer Ankunft hier getroffen? Antworten Sie nicht. Ich kenne die Antwort. Der Herzog infiltrierte die gesamte paranidische Mission, ehe sie überhaupt in dieses System geschickt wurde. Er war über absolut alles informiert, was passiert ist, seit die Paraniden den Hub fanden. Wie konnte der Herzog es schaffen, die Mission zu infiltrieren und die Kontrolle über das System zu übernehmen? Die Sache mit den Paraniden ist, dass sie zwar ausgezeichnete Mathematiker und Wissenschaftler sind, aber ein gewaltiges Ego haben. Das macht es ihnen schwer, ihre eigenen Fehler zu erkennen. Ihre allgemeine Verschlüsselungstechnologie ist ein Beispiel dafür, dass sie leicht zu entschlüsseln ist. Ich bezweifle, dass es irgendwo auch nur einen einzigen Militär- oder Geheimdienst gibt, der klassifizierte paranidische Mitteilungen nicht abhören könnte. Der Herzog tat genau das und platzierte auch seine Handlanger an Bord paranidischer Schiffe. Durch die Übernahme der Kommunikationssysteme konnten sie nicht nur mithören, sondern auch die Paraniden so täuschen, dass die Männer des Herzogs ihre Schiffe übernehmen konnten. Es war ein heimtückischer Prozess. Und dann passierte die Hub-Abschaltung. Korrekt. Sonst wäre dieses System bereits unter der vollständigen Kontrolle des Herzogs. Wie passen Sie denn das alle rein? Sagen wir einfach, wir sind aufmerksam. Wir sahen eine Chance für Profit und nutzten sie, indem wir einigen paranidischen Schiffen in dieses System folgten. Wir haben festgestellt, dass es nicht die Paraniden sind, die versuchen, den Hub wieder mit einem ihrer Systeme zu verbinden, sondern der Herzog, der den Hub übernehmen und benutzen will, um Chaos im gesamten Universum anzurichten. Piratenkorsan, ich denke nicht, dass ich den Unterschied überhaupt kenne. Pirat ist so ein abwertender Begriff. Wir sind Leute mit einer anderen Einstellung zu Gesetzen und zum Leben allgemein. Während wir sicherlich gelegentlich unappetitliche Geschäfte machen, tun wir dies nur, um zu überleben. Obwohl wir Orte bevorzugen, an denen Strafverfolgungsbeamte bequemerweise unaufmerksam sind,
anzuhäufen. Es gibt welche, die ihm in der Hoffnung auf ein paar der Krümel folgen, die er fallen lässt, aber schlussendlich kümmert sich der Herzog nur um sich selbst. Ich verstehe, aber das heißt nicht, dass ich Ihnen alles glaube. Ich war noch nicht überzeugt, wie? Tja, wie wäre es dann damit? Ich habe eine Liste mit den Namen nur zuletzt gemeldeten Aufenthaltsorten der vier Paraniden, die laut offiziellen Berichten die zur Wiederherstellung des Hub erforderlichen Aufgaben überwachen. Wenn dies eine paranidische Operation ist, kann sicherlich jeder von Ihnen das bestätigen. Ich bin jedoch bereit zu wetten, dass Sie keinen von Ihnen finden werden. Nur Ausreden von den Leuten des Herzogs. Okay, ich ziehe los und suche nach Ihnen. Eingehende Nachricht. Sonnenkraftwerk M. Beta. Sie sprechen mit dem automatisierten... Was du wollen. Ich suche nach Itman Kadett. Sie sind nicht hier, aber Sie können Ihnen eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie wollen. Nein, ist gut. Es ist nicht so wichtig. Lass mal den mal hier andocken. Und wir fliegen einfach mal hier wieder. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja. In diesen Sektoren finden wir Nachrichten, soll es die angeblich geben. Heilige Vision. Autopilot deaktiviert. Militärischer Außenposten. Okay. Andockerlaubnis erteilt. Ja. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was du wollen. Sie sind nicht hier, aber Sie können... Passt. Transorbitaler Beschlag. Kommando akzeptiert. Und such mal im